2KWZ Drive-Eye, coming to you from the beautiful city. Coming up soon, we've got... Hey Mike, what's your ETA? I'm heading back now, over. Proceed to 26.133 degrees north. Hallihallo und willkommen bei Anno 2205. Ja, ich versuche das große, riesige Minus abzuwenden, indem ich Bevölkerung aufstocke. Jo, und dann gehe ich das Ganze gleich mal an hier in der Tundra. Ungeachtet dessen, was die jetzt alle wollen, es müssen sich einfach hier mehr Leute ansiedeln. Jo. Genau, und so wird das auch gemacht. So, sehr schön. Sehr schön. Da könnte man allerdings ein bisschen optimieren und verschieben das Ganze. Ja. Eine zusätzliche Straße, damit wir andere wegreißen können. So, dann können wir nämlich diese hier wegreißen. Tipp, 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 tipp. Oh, das war zu viel. Dann können wir weiter das Klimbeam, sage ich jetzt mal, verschieben. Nein, nicht so optimal. Warum kann man das eigentlich nicht drehen, ha? Kann man das irgendwer sagen? Na, gell? Ach so, ein Schmarrnherst. Vielleicht, wenn ich das da noch wegnehme, dann kann ich hier anbinden. Okay. Es ist ja alles gar nicht so easy cheesy. So. Dann kommt das mal hier hin und das hier hin. Ja, ich weiß, dass ihr keine Anbindung habt. Hallo. Dann wird das hier noch weggenommen. Okay, und jetzt gucken wir mal nach der Straße. Lasst ihr mich hier durch? Ja, ihr lasst mich hier durch. Das finde ich ja super cool. Denn du wirst da jetzt mal hingepflanzt. Du kommst sofort da runter. Dich kann ich hier anbinden. Jo. Jo, muss so gehen. Hoppala. Es wird wieder alles verschoben. Ja, Gott sei Dank geht das hier in 2205 eigentlich sehr einfach. So. Ja, passt. Jetzt habe ich hier runter Platz. Und jo. Sehr schön. Genau. Wir sind konstant unter 119.000 minus. Es ist ja schon mal was, ne? Gut, 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 gut. Ist das hier schon trockengelegt, oder was? Hallo, wie bitte? Ja, das heißt, ich kann hier schon wild bauen, wie ich will. Ja, unbedingt, dann machen wir das doch das gleich, das Ganze. Das brauchen wir. Schauen wir mal. Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Ja, cool. Die Frage ist, wie würde ich da nach hinten kommen? Schauen wir mal, ob die das irgendwie zulassen. Ja. Cool. Schau dir was an. Ja, das wächst nicht mehr, gell? Oh, das. So, Pflaster, Pflaster. Mhm. Gut, gut, gut. Ja, das hat da auch noch Platz. Das hat dann nicht mehr Platz. Irgendwie bin ich hier nicht ganz zufrieden mit der Optimierung. Mal sehen. Ich pflanze mal die hier weg. Ist besser so, oder? Oder nicht? Es ist das hier auch nicht. Geh mal weg da. Du kommst... Nein, das ist zu nah. So. Du kommst hierher. Es bringt genau gar nichts, gell? Es gefällt mir alles nicht, hey. Fragen Sie mich nicht, wie mir das gelungen ist, aber Ihnen wurde ein Sonderdarlehen bewilligt. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ich denke mir mal, das ist generell nicht optimal. Das ist überhaupt nicht optimal. So. Ha, haha. Gut. Gut oder nicht gut? Keine Ahnung. So denke ich doch, ist es besser. Jetzt haben wir das hier trotzdem nicht genutzt. Wenn ich das hier davor... Es passt da nichts mehr rein. Das gefällt mir nicht. Ja, ich muss das so machen. Ist so. Tut mir echt leid jetzt. Gut. Das passt doch nirgends hier. Wurscht. Lassen wir das jetzt mal. Da pflanzt man noch die dahin. Es ist auch ein bisschen... Ach Gott, da hat nichts anderes Platz und das ärgert mich. So, eventuell kann man hier noch irgendeine Firma reinfrimmeln. Hm. Ja, und ihr wollt auch noch einen Kindergarten quasi haben. Ich sage halt immer Kindergarten dazu, aber dabei ist das ein Gemeindezentrum, so auf die Art. Ja. Das ist eh so was Ähnliches wie Kindergarten, ein Gemeindezentrum. Man muss auf viele Leutchen aufpassen. Die stellen sonst alle was an. Ja, die Definition im erweiterten Sinne von Kindergarten. Gut. Oh, 117.393. Wir werden besser, Leute. Ist doch super cool. Ja, dann ziehen wir da mal die Straße nach. Und ihr braucht alle hier. Jo, ein Zentrum. Ja, perfekt. Alle erreicht. Das ist gut. Das macht ein gutes Straßenverkehrsnetz aus. Hm. Ich könnte hier hinten noch welche hinpflanzen. Nein, da, das lasse ich für eine Firma, habe ich gesagt. Gut. Monumentbau. Wo ist der? Gut. Trockenlegung läuft. Das dauert etwas. Machen Sie es sich bequem. Oh, shit. Ich brauche Energie. Scotty. So. Ja, die Sotterin nimmt mehr Platz. Warnung. Energiemangel. Ja, stell dir vor, ich hab's geknissen. Jo. Es wird nichts helfen. Ah, da. Dann werde ich das hier einfach ausbauen, ne? Wie wär's damit? Na schau. Und schon haben wir wieder genug Energy. Und Schulden steigen. Das ist genial. Ah, der ewige blöde Kreislauf. Gut. Dann schauen wir mal. Ja. Das finde ich, die Ansicht finde ich einfach cool. Ja, da haben wir gebaut. Da steht das neue Trockenlegungsding. Da ist ja noch jede Menge Platz zum Ausbreiten. Finde ich cool. So, da werde ich so lange hinziehen, wird mir schwindelig. Gut, die Energie passt wieder. Ich werde trotzdem hier noch ein paar Leute hinpflanzen. So. Gut. So. Nee, das ziehen wir dazu. Ich glaube, da werde ich nie eine Straße hinten brauchen. Nope. So, was ist denn jetzt schon wieder? Wo habt ihr denn ein Kindergartenproblem? Ich sehe nichts. Seht ihr was? Hier sind nicht viele Besucher. Schön, dass wenigstens Sie da sind. Aha. Da ist hier ein Loch anstatt einer Hütte. Hallo? Was ist da passiert? Ich denke, ich pflanze euch um oder ihr bekommt eine andere Straße. Nämlich so. Ist, glaube ich, besser. Wir haben Ihnen zusätzliche Ressourcen bewilligt. Bitte setzen Sie sie mit Bedacht ein. Da ist aber auch ein Loch statt einer Hütte. Ist das normal? Scheint so. Na gut. Ja, dann werde ich mal... Da! Alter Falter, was ihr Blödsinniges anzeigt. Kann man auch ein bisschen verschieben? Oh, das war blöd. Jo, ja, so hat es noch Platz. Cool. Dann habt ihr da. Ja, das werde ich noch hier rübersetzen. Das macht Sinn. Denke ich mal. Du bist mal angeschlossen. Na, warte. Was ist, wenn ich... Geht das überhaupt? Ja. Wenn ich hier die Straße durchziehe, müsste es für alle doch reichen, oder? Und, nein. Ich könnte dich... Moment, ich könnte dich hier anschließen. Dann bist du immer auch zufrieden, oder? Ja, ganz toll. Jetzt hast du wieder ein Problem. Ach Gott. Bitte. Das ist mir aber jetzt ziemlich gleich. Ich will nämlich zu meiner Hauptstadt mal schauen. Okay. Dann raus hier. Und das hier ist meine Hauptstadt. Komm. Hopp und rein damit. Hast du wirklich gedacht, ich würde das tun? Okay. So, ich werde mich hier jetzt mal... Ja! Das ist ja mal ganz fein. Cool, oder?